Unboxing. Den stärksten Magneten, den es gibt. Den Mega Club von Magneta. Und wir packen den jetzt mal aus. Kommt, los geht's. Zack. Oh, guckt euch das an. Wahnsinn. Ein wunderschönen Koffer. Oh, da ist er. Der stärkste Magnet, den es gibt, den Magneta. Mega Cube. Komm, wir machen den auf. Sesam, öffne dich. Ein Stück Papier, cool. Ein Zertifikat, ich habe den 32. von 100. Ja. Yeah. Und was ist dabei? Wir haben ein Seil, Handschuhe und hier jetzt ganz besonders, seht ihr das? Ein Stück von Magneta. Meteoriten oder Asteroiden? Asteroiden. Cool. Und hier drinne öffnen wir das gute Stück mal. Wow. Da ist er. Der wiegt 3 Kilo. Oh. Wunderschön. Ha, der Mega Cube. Juhu, hier ist er. Meine Güte. Das ist ein Teil. Komplett eingepackt in Edelstahl. Hier kann nichts kaputt gehen. Ist schon alles vormontiert. Wir machen das Seil ran und dann schmeißen wir das Ding rein. Schön, der Mega Cube. Geil. So, ich montiere das mal schnell. Also, ihr wisst, wie man den festmacht. Wir stecken hier das Seil durch. Führen den hier rum. So. Fest. Unlösbar. Und da ist er. Oh ja. So, der Mega Cube. First throw, würde ich sagen. Ja? Let's go. Magnets away. Schönes Ding. 3 Kilo. Batsch. Schön einmal Batsch. Wo sind wir heute? In einem alten Hafen. Den gibt es schon seit 1860. Eieiei, der erste Fund. Nichts weiter. Hier ist ein Stück. Eine Glocke, eine Angelglocke. Schon eingesaut. So kann es gehen. Erster Wurf. Wir machen gleich mal weiter. Ich hole mir meine Handschuhe. An der Kamera heute Willi am Start. Der macht bestimmt dann auch noch mit. Und Toni ist am Start. Den kennt ihr aus dem Steinbruch-Video, wo wir das russische Gewehr, Repetiergewehr gefunden haben. Das blende ich euch mal. Könnt ihr euch hier angucken. Hier oben. Ja, yeah. Das war ein Ding. Okay. Also, ihr wollt wissen, was der kann. Der Magnet wiegt ca. 3 Kilo und zieht 2700 Kilogramm. Jede Fläche 450 Gramm. Jede Fläche 450 Kilo. Und ich denke, mit dem werden wir auf jeden Fall viel Spaß haben. Und hier steht auch nochmal da, one of 100. Also es ist einer von den ersten 100. Und falls ihr so einen Magneten haben wollt, könnt ihr den kaufen bei Magneta und mit dem Rabattcode Magneto spart ihr 10%. Das sind hier über 35 Euro. Magnets away. Boah, das ist nicht sehr tief hier. Dafür aber verdammt schlammig. Ja. Und wenn das schlammig ist, dann muss man den immer ein bisschen setzen lassen. Also hier ist echt safe, sauber das Ding. Gibt's ja gar nicht. Irgendwas von einer Dose oder sowas. Also ein Auto wird es diesmal wahrscheinlich nicht, aber falls ihr sehen wollt, wie wir einen halben Watt rausgezogen haben, könnt ihr hier auch klicken. Ne? Viel Spaß. Nö. Na gut, wir gehen mal zum nächsten Spot. Und dann schauen wir weiter. Nachdem der erste Spot ganz schön Banane war, Willi ist schon fleißig dabei beim Vorbereiten. Geht's jetzt weiter mit dem Magneta Mega Cube. Oh yeah, let's go. So. Was hast du denn? Zeig mal her. Köder. Aha, ein Angelköder. Sehr schön. Ein Angelköder. Fischli. Willi hat auch schon einen. Okay. Ein Angelblei. Also bis jetzt ist der Spot. Naja, gut. Luft nach oben, ne? Ein Fahrradschloss. Glückwunsch. Okay. Alles klar, Willi? Oh. Ich versuch's vorne nochmal beim Hafenbecken. Ja, so kann's gehen. Manchmal wird blöd, ne? Findest du nicht. Wir gucken weiter. So, Toni am Start. Erster Wurf.
Ein 1A Feuerroststab. Krass, sehr schön. Und der sieht noch gut aus. Der ist noch gut, den kann man wieder benutzen. Schön, Glückwunsch. Na ja, dann würde ich sagen, probieren wir unser Glück jetzt hier. Let's go. Da ist er. Also damit möchte man jetzt nicht an die Spundwand kommen. Oh nein. So, neuer Spot, neues Glück. Also, nochmal jetzt. Hier ist er. Wir sehen den Megacube. Er ist schon leicht ramponiert, über die Steine gezogen. Toni hat schon gerade hier seinen ersten Feuerroststab für heute rausgezogen. Und ich guck mal, dass ich hier nicht hinterherfliege oder irgendwas anderes mit reinschmeiße. Let's go, Magnets away. So, wir sind gespannt. Da vorne stand schon ein E-Roller. Das heißt, hier waren Leute schon erfolgreich. Wir gucken einfach mal, ob wir heute auch erfolgreich hier sind. An der Stelle waren wir noch nie. Hier ist steinig auf jeden Fall. Und es fühlt sich an, als hätte ich schon was. Ja, ich habe was dran. Oh, ja, 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 ja. Es blubbert, es blabbelt. Oh, wieder abgegangen. Bums. Also, was haben wir denn? Ich würde sagen, wir haben einen wunderschönen Feuerroststab, auf jeden Fall. Guckt euch das an. Und noch ein Messer, jedenfalls eine Klinge, ein Buttermesser. Also, Megacube läuft super. Erster Wurf hier. Erst du, jetzt ich. Herrlich, okay. Ich lege mal zu deinem mit dazu. Schön hier im Müll. Immer schön mitnehmen. Klinge. Oh ja, hier ist ordentlich was dran. Und ja, nicht gegen die Spundwand kommen. Spannung. Ja, wir haben was dran. Ah. Uiuiui, eine Eisenstange. Ist mal wieder so weit. Eisenstangzeit. Auch nicht schlecht. Na gut, beim runden Magneten kriegst du es natürlich leichter wieder ab. Und ansonsten hängt dir alles Mögliche dran. Wahnsinn. Eine Platte. Eine ordentliche Flanschplatte. Für die nächsten 30 Cent auf dem Schrottplatz. Ja, mindestens. Gut, den kriegen wir hier noch voll. Hier ist da wieder was dran. Jetzt haben wir was. Nächste große. Und grüne, Leute. Ei, Karamba, ey. Okay, helft mir, was ist das? Das ist einfach nur ringsum Mist. Wahnsinn. Flakes, Flakes. Batsch. Wie das klatscht. Das ist auf jeden Fall neu bei den Magneten. Der klatscht übelst auf. Man hört den total, batsch, wenn er mit der geraden Fläche drauf knallt. So, was haben wir dran? Oh. Eine Platte. Oder auch ein Stück vom Feuerroststab. Ja, das ist ein Stück vom Feuerroststab. Ein Teil davon. Oh. Die erste Rasierklinge für heute. Hier hängt sie. Der Megacube zieht auch die Rasierklinge an. Zeig mal her. Ach, du auch? Ja. Er hat auch die erste Rasierklinge. Hey. Eine Holzkrampe, Holzverbinder. Das sieht aber gut aus. Abklopfen, kannst du hier Holz auf der Elbe transportieren, ohne Ende. Na, schöne Kette. Kannst du hier noch ein bisschen hübsch machen. Ja, ne? Das ist echt eine Überlegung wert. Ja, auf jeden Fall, kannst du umhängen. So, gucken, was wir hier haben. Nichts Schweres. Zack. Einmal alles. Da. Ha? Beautiful. Aus wie Handschellen. Sogar mit Edelstein. Hui. Hutsch. Ich dachte schon hier. Ich dachte schon, ein Brecheisen. Ist aber keins. Oder? Nee. Ah. Stange, ein Stück Seil, noch eine Stange. Panzerfaust. Sag das nicht zu laut. Würfelförmig. Der ist von der und der Seite, also von sechs Seiten. Extrem. Ja. Ja, servus.
Grüße. Das ist doch das Seil, was bis Hamburg geht, oder? Das ist das Hamburg-Seil. Das ist 700 Kilometer lang. Das ist der Jackpot. Ab zum Schrott. Das ist das Hamburg-Seil. Aua. Aufpassen. Ich habe aber jetzt eine Tetanus-Impfung. Letztes Jahr habe ich mal gesagt, ich muss mich ganz dringend mal impfen lassen. Und jetzt habe ich die Tetanus-Impfung. Neues Abschleppseil. Geht doch nicht bis nach Hamburg. Rasierklinge Nummer 3 für heute. Mm. Oh, guckt euch das an. Das ist einmal randvoll mit irgendwas. Jegliches Schrottzeug. Da ist bestimmt was Wertvolles bei. Ja. Ist hier ein Stück von Holzverbinder? Nein. Nee. So, das war's wieder mit dem Magneter Megacube. Was für ein brachiales Vieh. Ein wahnsinniger Magnet, der echt alles anzieht, was nicht nied- und nagelfest ist und in der Nähe ist. Danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. War ein schöner Tag. Wir haben auch eigentlich jetzt noch mal gut was rausgeholt an diesem Spot. Der Eimer ist voll, man sieht ihn. Schaut euch das mal an. Den Rest sammeln wir auch noch ein. Das ist mehr als ein Eimer auf jeden Fall. Megacube. Oh ja, die 3 Feuerroststäbe. Megacube ist mega, sage ich euch so, wie es ist. Fettes Ding, lohnt sich. Wie gesagt, mit dem Rabattcode Magneto könnt ihr noch 10% sparen. Danke fürs Zuschauen, dass ihr wieder dabei wart. Hinterlasst gerne ein Abo, abonniert den Kanal, hinterlasst noch einen Kommentar und habt viel Spaß. Genießt den Tag, genießt den Abend, was auch immer jetzt bei euch gerade ist. Ahoi Brause, bis zum nächsten Abenteuer. Euer Magneto und Toni sagt auch ciao. Ciao, ciao. Tschüssi.